Heute gehen wir zum Yoga. Aber wer uns kennt, weiß, dass normales Yoga zu normal ist für uns. Deswegen wird es ein Alpaka-Yoga-Kurs sein. Ich kenne nur eine Person, die ich gerne an meiner Seite hätte für so ein Experiment. Es ist Lutz van der Horst. Mal schauen, ob er Zeit und Bock hat. Ah, der arme Lutz. Hallo. Hi Lutz. Hazel. Hi. Hallo. Na? Hey, wie geht's? Ich bin gerade im Supermarkt und kaufe Toilettenpapier, unter anderem. Du alter Kackvogel. Ja. Ja, klar. Und du, was machst du? Ja, das hängt ein bisschen davon ab, was du noch so machen willst. Hast du heute Zeit? Noch so 2-3 Stunden? Jetzt gleich, nach dem Supermarkt? Das klingt nicht so, als würdest du einen Kaffee mit mir trinken wollen. Das klingt so bedrohlich, wie es schon zweimal klang. Ja, aber heute ist wirklich ganz, wäre was ganz Süßes. Es geht wirklich um Film wieder, oder was? Ja, wenn du Bock hast. Es ist mega cool. Es ist mit wilden Tieren. Aber ich habe wirklich, also, nein. Wirklich nicht? Bei den letzten beiden Malen hast du auch gesagt, das ist alles total nett. Und dann musste ich mich fast übergeben oder wurde verprügelt. Ja, such dir mal einen anderen. Lutz van der Horst kann nicht. Jetzt frage ich Fabian Köster. So ungewohnt, jemanden anzurufen, der nicht Lutz ist. Hallo, hier ist die Hazel. Hallo Hazel, na, wie geht's? Gut, und dir? Mir geht's auch gut. Ja, hast du heute Zeit? Bist du in Köln? Ich bin in Köln, ja, ich bin zu Hause. Hast du was? Nö, ich hab eigentlich chille ich nur, wie man so sagt. Hättest du Lust, mit Thomas und mir im weitesten Sinne zu chillen? Was heißt im weitesten Sinne? Ungefähr 45 Minuten von hier, eventuell chillig. Mit Tieren. Es kommen Tiere mit. Mit Tieren? Okay, jetzt überzeugst du dich. Ja, wir haben nämlich eine Stunde Alpaka-Yoga gebucht, falls du da Bock hättest. Alpaka-Yoga, okay. Ja? Eine Wortkombination, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Ja, ich auch nicht, aber warum nicht? Ja, klingt gut. Wann seid ihr denn bereit? Wir können in 10 Minuten bei dir sein. Ja, klingt gut. Ja, das ist ja mega einfach gewesen, dich zu überzeugen. Dann bis dann. Ja, du weißt, ich bin jung und brauche das Geld. Du brauchst den Stretch. Wir geben den leider, Fame. Wir haben kein Geld, aber das besprechen ja wir nachher. Fame reicht mir erstmal. Ja, das besprechen wir auch nachher. Ciao. Bis gleich. Cool, also wir gehen jetzt zu Fabian Köster und nachher gehen wir mit Fabian zum Alpaka-Yoga. Let's go! Hast du es angegeben? Also, ja, Alpakas am Flötbach. Schön, dass du da bist, Fabian. Ich freue mich auch sehr, aber ich habe ein bisschen Respekt vor den Alpakas. Du hast ihnen eine Lauchzwiebel mitgebracht. Ja, ich hatte keine Möhren mehr. Und also eigentlich hatte ich nur noch das im Kühlschrank liegen. Dann dachte ich mir, vielleicht essen sie es ja. Aber das mag ich an dir, immer gut vorbereitet in die ne? DSG. Oder? Immer noch so ein bisschen recherchieren. Um die Mitspieler zu beruhigen ja und zu besänftigen. Boah, da. Machen die Alpakas mit? Yoga mit oder laufen die auf einem rum oder sind die einfach nur da? Ich glaube, in erster Linie sind die einfach nur da und wenn man Glück hat, dann stretchen die einen noch so ein bisschen. Also dann drücken die einen noch so runter. Es ist übrigens kein normales Yoga, sondern Faszien-Yoga. Was ist denn Faszien-Yoga? Das weiß ich auch nicht. Ich habe mal gehört, doch Faszien sind so zwischenmuskuläre. Ja, so längliche. Genau, es gibt ja die Faszienrolle. Ja. Womit ich manchmal in der Redaktion meine Rücken auszurollen pflege. Gott, das wusste ich gar nicht. Ja. Ich auch nicht. Ja, ich habe eine Faszienrolle in der Heute-Show-Redaktion. Wo denn da?
Bei Olli unterm Stuhl. Ja, bei Olli unterm Stuhl. Ja, und ein Autor dachte, das sei Alexa. So sehe ich aus beim Yoga. Ja, hast du schon strange. Mal Yoga gemacht? Nee, noch nie. Ja. Okay. Hazel, du? Nein, auch nicht. Du? Nee, aber ich denke, dass ich Yoga-ähnliche Figuren schon gemacht habe. Bei der Heute-Show. Freiwillig oder unfreiwillig? Ja, also so, ich weiß nicht, so dieses ganze Arm heben, auf den Boden gehen, bla bla, ich glaube, das kann ich schon. Also ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht mal, was das überhaupt bedeutet, Yoga. Ich kenne nur diese Figur, der nach unten blickende Hund. Ja, aber da kenne ich auch nur den Namen. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Das ist wahrscheinlich einfach lange so ein Arme, lange Beine und dann in der Mitte so geknickt. Ja, und dann so, ja. Genau. So, dass man sich so auf. Aber warum das dann Hund heißt? Ich dachte, man ist so, man hat so den Popo oben. Ja, genau. Ja. Also das, so, das ja. Herund, nach unten schauende, das kapiere ich noch. Schnitt, wir beim Yoga. Habt ihr eigentlich schon mal zusammen eine Heute-Show-Matz gedreht? Haben wir mal zusammen, also, ne? Ich glaube nicht. Hazel, Fabian. Ich glaube, ich habe nur mal mit Lutz eine gedreht. Ich habe auch mal eine mit Lutz gedreht. Das ist quasi das verbindende Element. Also ist Lutz unser, wie nennt man das, Eskimo-Reporter. Genau. Aber es werden eh selten Doppelmatzen gedreht. Ja. Ja, bei Wahlen eigentlich, oder? Bei so Wahlen. Ja, wenn halt zwei Events parallel laufen, die aber einander auch beeinflussen. Dann geht so der eine zu der Grünen und der andere. Und der andere. Der andere zu der Schwarzen. Moderier mal mit der Zwiebel. Ist das so ein Bart? Du kannst ja eine Antwort machen in die Zwiebel rein. Das stimmt. Lieber Olli, ich bin heute hier bei Thomas und Hazel. Machst du deine Antwort immer mit lieber Olli? Ja, das habe ich mir so angewöhnt. Das ist so drin und das schneiden wir dann immer raus. Auch so, oder? Lieber Olli. Leb Olli. Wie redet dir, mein Freund? Also am Anfang rede ich immer so ein bisschen mit Olli, um so reinzukommen. Ja, ich hoffe, es ist alles gut bei dir. Du siehst, ich bin wieder mit dem Mikro unterwegs, ne? Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt in so ein Fake-Kölsch falle. Ja, wir machen jetzt Alpaka-Yoga. Genau, das muss man dann nochmal so abgesetzt aufnehmen, damit man das mit Olli wegschneiden kann. Jetzt nochmal abgesetzt. Also, lieber Olli, Schnitt. Wir machen heute Alpaka-Yoga. Ich glaube, es wird sehr spannend, aber ich habe auch ein bisschen Angst. Und dieses Mikro wird hoffentlich gleich von den Alpakas gegessen. Bisschen klebrig, ist das normal? Das ist jetzt, weil denen sehr warm war und die geschwitzt haben. Und beim müssen wir die wegtun, die Zwiebel? Ich weiß auch nicht. Oder? Was sind denn Alpakas? Oder was ist der Unterschied zwischen einem Alpaka und einem Lama? Also das Alpaka ist ein Wolllieferant, also sind erstmal kleiner. Sie sind keine Lastentiere, sondern halt für die Wolle zuständig. Aber Wolllieferant jetzt nicht im Sinne von, der trägt jetzt Wolle rum, sondern der wächst aus seinen Haaren, aus seiner Haut raus und dann schneidet man sie ab. Genau, einmal im Jahr. Also die sind jetzt am 12. April geschoren worden, sind halt schon relativ lang wieder. Und daraus machen wir dann Wolle, Bettdecken, Seifen. Und aus der Wolle kann man dann... Seifen auch. Aus Wolle? Aus Wolle, ja. Die wird also eine Seifensiederin in Sachsen macht es und ich glaube, die verflüssigt die Wolle und dann, wie sie es macht, ist ihr Geheimnis. In einem magischen chemischen Prozess. Tust du die Wolle weg und kaufst Seife im Supermarkt. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, mit diesen Tieren Yoga zu machen? Weil sie halt so entspannt sind und ruhig sind. Also man merkt ja auch hier, sie machen wenig laut. Und im Ganzen sind sie entspannt und zwingen uns auch entspannt zu sein. Und da hatte ich halt gedacht,
probieren wir es mal aus. Und bei der Hildegard war es dann so, dass sie sagte, mache ich mit. War die Hildegard, ist das ein Mensch oder auch ein Alpaka? Nein, das ist ein Mensch. Okay. Hildegard kommt gleich. Okay. Ah, das ist die professionelle Faszienfrau. Jetzt ruft sie an. Nee. Ich stelle hier nur die Weide und die Tiere und die Hildegard macht das Training. Ah, super. Aber du machst schon auch manchmal mit selber. Ja, eigentlich immer, ja. Hey, na? Wir haben hier ja auch eine Häsel. Was? Ihr habt einen Alpaka, das Häsel heißt? Ja, wir haben einen Alpaka, ein sehr schönes Alpaka, das Häsel. Hat sie das noch schnell umbenannt? Nein, sie ist so, also geboren als Häsel. Wie alt ist sie? 2. Hier. Ja, das scheint aber schon ich einen Einfluss drauf gehabt zu haben. Ja, vielleicht so ein bisschen. Och, das Häsel. Ist sie. Das ist Häsel. Ich hab noch nie eine andere Häsel kennengelernt. Das ist Häsels Sohn, der Humphrey. Mein Sohn heißt Humphrey und ist ganz körperbehaart. Humphrey. Geh mal runter, Fabian. Dann haben wir vielleicht eine Chance. Humphrey, komm zu Mama. Was essen die so? Nur Gras und Heu. Oh, von hinten also, kommt Humphrey. Humphrey. Ne? Komm mal, ich muss mal. Guck erstmal. Hier den Fabian dazwischen. Ist das schon sexuelle Belästigung? Das musst du uns sagen. Nein, das ist ja ein Baby. Nein, du bist ein Baby, ne? Du bist lieb, oder? Hey, Humphrey. Sag mal was. Wow. Meinst du, der... mein Bein abgeleckt. Meinst du, der erste FC Köln wäre erfolgreicher, wenn sie einen Alpaka auf dem Trikot hätten? Statt Geißbock? Mhm. Tja, das kann man nicht so definieren. Jetzt sind wir ja wieder aufgestiegen, immerhin. Aber vielleicht werden wir mit Alpakas nie abgestiegen. Wie gefährlich ist so ein Alpaka? Gar nicht. Also ein Alpaka ist ein ganz friedliebendes Wesen. Sehr sozial, sehr umgänglich und als Therapietier geeignet, deshalb... Therapietier. Genau, deshalb friedlich. Was willst du therapieren? Also Fabian hatte vor ein paar Jahren mal einen Kreuzbandriss und er würde gerne das Knie so ein bisschen mobiler hinkriegen. Ja. Ich habe auch gehört, eine gewisse Faszienverklebung liegt vor. Ja, genau, dass man da vielleicht so einen Alpaka mal drüber gucken lässt und... Machen wir. Also Frau Katin kommt gleich auch noch, das ist unsere Trainerin. Und die trainiert die uns oder die Alpakas? Uns. Okay. Ihn. Mich? Ja, ich bin durch, ich bin gesund. Ich mache das seit Wochen. So, jetzt ist die Faszienfrau gekommen. Du bist die Hildegard. Genau, hallo. Wieso machst du Alpaka-Faszien-Yoga? Ich habe vor 1 oder 2 Jahren so einen super Clip gesehen. Da haben die fast Yoga-Training mit Ziegen gemacht. Und das sah ziemlich lustig aus. Das Problem bei Ziegen ist, die krabbeln über einen drüber und dann pinkeln die leider auch schon mal. Und dann haben die Amerikaner das verboten aus Gesundheitsgründen, Hygiene und so. Und dann habe ich die Almut zufällig... Das ist ein Fetisch. Ne? Also die lagen da auch so drauf und dann haben die Om gemacht und die Ziegen haben gepinkelt. Das war ein bisschen komisch. Aber du dachtest dann schon so geil. Also so eine Variation davon will ich gerne machen. Genau, weil Tiere ja gut sind. Ich mache auch psychotherapeutische Arbeit, arbeite auch mit meinem Hund. Die haben ja auf Leute manchmal so ein gutes Vibe. Und man muss ja auch Leute psychotherapeutisch behandeln, wenn sie von einer Ziege angepinkelt wurden, tagelang. Allerdings, ja genau. Ne? Und damit aber das irgendwann ein Ende hat, habe ich Almut beim Friseur getroffen. Wir hatten beide Farbe auf dem Kopf. Ja, so. Das ist nicht deine Naturfarbe? Es wird langsam meine Naturfarbe, nämlich grau. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich noch gefärbt. Und dann saßen wir nebeneinander und dann kamen wir ins Gespräch. Und dann hat die Almut erzählt, Mensch, ich würde so gerne auf der Wiese mit den Alpakas mal was machen. Und da habe ich gedacht, super, Alpakas pinkeln nicht auf Menschen. Die haben nämlich da so eine Art von Klo. Ja? Und die sind da super süß. Aber wenn man jetzt auf das Pinkeln steht, kann man ja immer noch nach der Lektion ins Klo. Ja, oder man kann auch eine Ziege sich noch irgendwo holen. Ne? Also auf dem Land hier, also man hat ja Möglichkeiten. Da geht der Ischiasnerv so vorbei. Ne? Und wenn der verklebt ist und... zu eng, dann macht der Ischias und Rückenschmerzen. Deshalb sitzen wir jetzt auf dem Boden, wir nehmen den Ball und schieben uns den mal unter eine Popobacke. Und dann sitzt du mal da drauf. Ah! 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 Es klingt wie ein Alpaka in der Brunftzeit. Ah! Ah, mein Bier
Uniform ist. Ist also eigentlich ist nur Sex schöner, ja? Fabian, würdest du zustimmen? Ist ja nur Sex schöner, als den Piriformis zu stimulieren? Ich sehe es ein bisschen anders. Ja, aber Hazel stöhnt genauso. Also von daher. Aber die Alpakas kommen, Fabian. Gefunden, Fabian. Das eine Alpaka sieht gerade so aus, wie ich mich fühle. So liegt das da gerade. Fabian, Alpaka-Yoga, hot oder not? Zu hot für mich, glaube ich. Für die Alpakas nicht hot genug. Ich wünschte, ich wäre ein Alpaka. Ja, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sind auf jeden Fall los. Unsere Hüften geöffnet und unsere Popos entspannt. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Ja, Frau. Ja, Frau Alpaka. Ich hätte da noch ein paar inhaltliche Fragen zu dem Faszien-Yoga. Genau, wir halten 5, 4, 3, 2, 1, die andere Seite. Genau, mit Handtuch, ne? Hey, Baby. Ja, Frau Alpaka-Yoga. Leiterin, ich hätte da noch eine inhaltliche Frage. Wie hat es Ihnen denn gefallen heute beim Yoga? Man möchte nicht mit mir sprechen. Aber ein bisschen angespeichelt wurde ich. Ein Interview kriege ich jetzt noch. Sie stehen hier einfach nur rum. Das reicht. Dankeschön.